Herzlich gegrüßt, willkommen zurück zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs in Varant. Ja, ich stehe ja seit der letzten Folge immer noch hier vor diesen, wie heißen sie? Wüsten-Goblin-Kriegers. Ja, ich habe jetzt mal mein Bögelchen mal eben. So, da werde ich mich hier oben drücken und dann einfach doch mal. Ups, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Gucken. Wir müssen doch hier irgendwen hinkriegen. Yeah, komm. Na also, läuft doch. So, und in dieser Manier, weil hier direkt am Eingang richtig schöne Steinchen zum Draufklettern. Na, abgeprallt. Ein bisschen weiter nach vorne. Steinchen zum Draufklettern sind. Du holst nur oben. Kann man hier wunderbar Feuerpfeil die Wüsten-Goblin-Krieger den Stein nutzen, um sie zu eliminieren. So, wie viel Zappelheinis haben wir denn noch hier? Oh, das waren noch zwei. Okay. Dann zappelt hier noch einer rum. Hey, du Zappel-Philipp. Ach, genau. So, das dürfte es dann gewesen sein. Dann loote ich das mal im Off. Oder vielleicht haben sie aber was Wichtiges dabei. Da ist nichts zu holen. Ja, da ist nichts zu holen. Tolle Nummer. Rostige Äxte und sowas. Nicht zu plündern. Okay. Ah, ein bisschen Gold. Auch schön. Ja. Bin ein bisschen dunkel jetzt in der Kamera. Das ist mir jetzt aber auch ein bisschen egal. Es ist ein bisschen herbstlich geworden. Und, da ist nicht zu holen. Ich glaube, war es wohl. Ja, in meiner Ankündigung habe ich ja gesagt, was los ist im Moment. Und, deswegen bin ich nicht so ganz auf der Höhe mit meiner Laune, auch zu verstehen. Und jetzt bin ich gespannt, wo ich bin, aber ich sollte mal abspeichern, ne? Nun gucken wir mal weiter. Oh ja, wo geht's denn hier runter? Es geht runter, aha. Das geht runter zu, das sieht aus wie Oger, ne? Ja, das sind Oger. Und mal hier nach, wo es hier lang geht. Aha. Da hinten sind auch irgendwelche Ogeries, schätze ich mal. Und da geht's. Tja, haha, es wird lustig. Was nu? Ich glaube nicht, dass ich. Ach, das sind noch mal. Das sind noch ein paar Wüsten-Goblin-Kriegertjes. Wie viele sind es denn? Ich sehe im Augenblick nur ein paar. Es kann natürlich sein, dass wieder welche hervorschießen. Dann mache ich erstmal einen Test. Ja, okay, schön. Die kommen alle zusammen. Ich mal gucken, ob ich sie dann trotzdem. Okay, jetzt hau ab! Ein bisschen Abstand gewinnen, umdrehen und immer so ein bisschen nach und nach etwas einstecken. Oh, da ist noch einer. Oh. Naja. Dann werde ich mal looten und mich wieder ein bisschen frisch machen. Jupp. Eine rostige Axt. Da ist nichts zu holen. Zu holen, auch nichts zu holen. Noch eine rostige Axt. Da ist nichts zu holen. Und also völlig eher die Taschen der Gobos. Aha. Geht immer nach oben. Hast du was? Nichts zu holen. Nix. Moment.
Orientierung. Und da unten bin ich gekommen. Jetzt gibt es wieder so ein paar. Ah ja, okay. Reiche ich mal ab und dann mache ich das wie eben. Gucken wir mal, ob wir hier drauf kommen. Kommst du hier drauf? Ja, du kommst hier drauf. So, dann nehmen wir dich mal hier. Okay. Jetzt mal gucken, ob die hier die Möglichkeit haben. Meine, eine Deckung ist das nicht. Das ist immer eine Anhöhe. Nee. Abgeprallt. Oh, ging gut. Ging gut. Und da hinten ist noch einer. Zappelt da am Abgrund rum. So. Ball geht natürlich nachher wieder weg. Und ein bisschen Gold. Ein paar klimpernde Goldklumpen. Nicht zu holen. Das nicht mehr? Nö, waren's nicht. Okay, da okay. Rostige Ochs. Nicht zu holen. Auch nix zu holen. Bist du jetzt einsam und allein da am Rumstehen oder was? Dann machen wir mal zur Abwechslung mal ein Combat. Right. Okay. Auch gut gelaufen. Bis jetzt. Zip. Mirsing getting bigger. Oh, es sieht hier nach freiem Himmel aus. Speichern. Uiuiuiuiuiui. Ja. Jetzt wieder irgendwelche bösen Überraschungen hier. Es geht immer weiter hoch. Immer weiter hoch. Hier gibt es viele einzelne Felsen. Mann, oh Mann, oh Mann. Erstmal auf der Karte gucken, wo wir sind. Bringt uns das mal ein bisschen auf die Sprünge. Aha, ich bin also am Rand am Felsen, also links im unteren Bereich. Das, den Fall kann man also gut erkennen. Das heißt also, jetzt hier hoch, ja. Entweder wieder mal Sackgasse oder... Nee, es scheint wohl hier hoch zu gehen, also richtig hoch zu gehen. Also es ist schwierig, sich wirklich zu orientieren, weil das ja alles so serpentinmäßig sind. Und was ist das? Da ist was. Und es sieht auch ein bisschen alles gleich aus. Ich kann mich erinnern, dass ich, und nicht nur ich, sondern auch ein guter Kumpel von mir, ach, ein Greif, Probleme hatten schon in Riesen. Nee, das war nicht in Riesen, das war in Gothic. Gothic 3. Genau, in Gothic 3 in Varant. Da hatten wir schon so Schwierigkeiten gehabt, uns zurechtzufinden. So, du Greif hast mal wieder nur. Ja, da haben wir wieder jede Menge Greife. Und das ist jetzt schon wieder so ein Feld, wieder mit jede Menge gegriffenen Greifen. Na. Ich möchte dich treffen. Oh, gut. Da hinten brennt ein Feuer. Warum? Wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist das ein Fall, der eben lupte. Okay. Der Greif ist vom Tode ergriffen. Ja, der Feuerpfeil ist erloschen. Ja, lustig. Links, rechts, rechts, links. Wo geht's weiter? Speichern. Und was die Orientierung angeht oder diese Mehrschichtigkeit, die es hier in dieser Karte hat, ist natürlich umso schwieriger, da man ja, wenn man auf so eine Orientierungskarte guckt, wie eben, wo man sich befindet, dass das ja nur zweidimensional ist. Also das ist so ein Hang hier und es ist ziemlich diesig. Apropos diesig, mir hat jemand im Kommentar geschrieben, ich meine es war Thomas, dass er sich daran erinnern kann, dass diese verfluchte Mine ohne Renderer anders aussieht. Ja natürlich, der Renderer macht ja noch diesen Schleier hier mit dazu und wo es dunkel wird, da wird auch ein bisschen verschleiert. Da kann man halt eben nicht so in die Tiefe gucken. Während man ohne Renderer wirklich... kein Nebel hat. Warum steht hier so ein einzelnes Bäumchen?
Fängt das gleich an zu brennen oder was? Nein, fängt es nicht. Das ist so einsam hier. Das ist so. Oh. Gucken nochmal. Jetzt bin ich wieder hell im Gesicht. So, wo befinde ich mich jetzt? Jetzt sehe ich mich nicht. Aha. Ich bin also hier in die Möbel oder wie das heißt. Oder Möbel. Das dürfte also hier nicht weitergehen. Weil da war nämlich so ein Ende eingezeichnet. Bitten? Leute. Das wird ja mehr, das ist. Man könnte so eine Art Jump and Run machen. Fällt mir gerade so auf. So richtig schönes Jump and Run. Gothic. Aha. Wieder so ein Strüss hier. Und es geht noch höher. Das werden wir doch mal versuchen, hier mal ganz nach oben zu kommen. Ja, jetzt geht's wieder weg. Das ist dem Renderer geschuldet. Und auch von der Regel her, desto höher man kommt, umso weniger greift der Renderer oder irgendwie, das habe ich mal ausprobiert. Also, desto, Alter, Leute, das ist viel zu hoch. Und es geht noch höher. Ja, mich, da schlägt's hier so ein bisschen. Ja, ich sollte. Oh, wir wissen das hier für eine. Nee, das ist nicht die, wo ich schon mal war. Aber da gucken wir mal rein, nachdem ich abgespeichert habe. Ja, und leider habe ich zu spät gesehen, dass wieder mal ganz langsam meine Lebensenergie schon seit Stunden schwindet, weil ich natürlich wieder die falsche Rüstung anhatte, beziehungsweise nicht meine Hitzeschutzrüstung angezogen habe. Gucken wir mal. Machen wir mal den Reichweitenscanner hier. Also hier gibt es nichts. Moment mal. Die Brücke habe ich mal schon mal gesehen von Weitem. Aha. Von Weitem. Ja, und während ich mich natürlich wieder ein bisschen vollgemampft habe, ist mir aufgefallen, Leute, man müsste wieder irgendwo einkaufen gehen. Also die roten Flaschen, Lebenselixier oder Sachen kochen. Ja, da müsste ich mich sozusagen wieder... Oh, weia. Da müsste ich mich wieder irgendwo hin teleportieren, wieder nach Uga zum Beispiel und dann einkaufen. Und dann müsste ich dann wieder hier hin. Es ist sehr, sehr schwierig. Also entweder, was weiß ich, alles. Was weiß ich, tausende Flaschen sammeln oder sowas. Ja, was bist du denn? Du bist ein wüster Schattenläufer. Okay, krieg ich den mit der Hand? Sag ich jetzt mal. Also, indem ich mal an ihn heranschleiche. Ja, und da wünsche ich mir doch irgendwie, dass es mehr Teleporter gibt. Also, ne, also bis jetzt. Weil das ist ja immer auch so vertrackt. Ach, eine Schatztruhe, schön. Das ist ja auch so vertrackt da bei diesen ganzen... Ich krieg den hin. Bei diesen ganzen Serpentinen und Schrägwegen wieder hochzukommen. Also, hoffentlich. Ach du liebes Lieschen. Bitte hau mir keine runter. Bitte hau mir keine runter. Oh, er hat mir keine runtergehauen. Sehr gut. Wow, das gibt ja ein bisschen Fleisch und Horn und Zahn. Dann haben wir hier wieder eine Truhe. Wie es zu knacken geht, gilt. Ja, schön. Also. Okay. Mhm. Jo, gut, ne? 22 Bölzchen. Und was haben wir hier für eine super Armbrust? Eine leichte Armbrust. Na, so toll ist das nicht. Okay. Das war also die bewachte Truhe. Okay, jetzt gibt es nichts mehr. Dann können wir ja weiter vorwärts schreiten. Und zwar in die Richtung nochmal.
schauen wir mal, was uns da oben erwartet. Oh, Leute, wenn ich das sehe, diese Hitze, die Hitze und die Helligkeit, die einem schon hier, die mir schon Hitze vermittelt. Eine Windmühlen. Eine Windmühlen. Sorry, dass ich jetzt mal eben zerschlagen war, aber warum? Jetzt bin ich in irgendeinem anderen Ort, was? Wo bin ich denn jetzt? Ach da. Ach, da ist dieses Möbel, oder wie das heißt, oder Mubel. Sorry, wir werden es gleich wissen, wohin es geht. Aber ich bin echt erschlagen. Also, da gibt es da hinten auch wieder so irgendwelche Viecher. Razor, Snazer, Basers oder Snapper. Razors, ja doch, Razors. Sehr viele Razors. Super Razors. Die gilt erstmal wegzuballern. Dann gucken wir mal. Nachdem ich abgespeichert. Ja, nachdem ich abgespeichert habe, ich habe glaube ich. Zu früh gedrückt. Den Pausenknopf. Und bitte seht es mir nach, dass ich nicht so ganz so fix bin. Ich muss mich auch wieder ein bisschen regenerieren. Ein bisschen hier reinkommen. Okay, das war das. Ein bisschen wieder hier ins Spiel reinfinden. Gut, okay, ich habe jetzt eine Woche nicht gespielt. Okay, die mache ich jetzt mal im Off fertig, würde ich sagen. Oh Gott. Das wird nichts. Oh, das wurde doch was. Oh, ich bin echt kurz vor knapp. Hey, guck mal. Kurz vor knapp heißt Lebensenergie 1. Oh, hatte ich auch noch nie gehabt. Okay, speicher ab. Ja, gewählt. Feuerpfeil gewählt. Um zu gucken, ob besser mit Feuerfallen zu eliminieren sind. Und da hinten ist auch die Brücke. Da tut sich nicht so viel Unterschied zwischen Nahkampf und Feuerpfeil. Also wage ich es weiter mit meinem degenerierten Degen. Oh! Wieso hörst du wieder so Mist aus, Mensch? Roland. Krieg die Krise. So, was ist hier noch? Irgendwo war da noch was. Da hinten ist noch einer. Habe ich dich eigentlich schon gelootet? Nicht zu holen. Siehste. Gar nicht gelootet. Nicht zu holen. Ich denn gelootet? Da ist nicht zu holen. Okay, dann da hinten ist wieder einer. Daneben. Wieso hat er mich von der Seite gebissen? Das ist nicht zu fassen. Okay, große Frage. Da ist ja noch einer. Das ist sehr, sehr interessant hier. Ich gehe erstmal hier rüber. Oh, ein Mensch. Okay, ich habe noch. Was ist denn das für ein Mensch? Es ist ein. Wüstenräuber. Ein einsamer Wüstenräuber, schätze ich mal. Mal gucken. Der hat auch einen Bogen um. Das heißt, er wird entweder schieße ich oder er schießt. Ne, das ist Quatsch. So, ich gehe auf ihn ran. Nee. Ey, hat er zwei Pfeile hintereinander geschossen oder was? Das richtig gesehen? Okay. Noch wer in der Nähe? Nein. Da hinten ist wieder ein Wegweiser. Was haben wir denn hier alles Lustiges? Eschenbogen. Ansonsten optisch nichts Auffälliges. Okay, werde ich mich mal heilen.
Da schalte ich mich jetzt mal hier rein. Und zwar haben wir hier einmal schwere Wunden heilen und einmal große Wundheilung. Und beides heilt sozusagen gleich. Aha. Nur einen anderen Namen. Eines anderes Bildchen. Jawohl. So, wollen wir zu dem Handweiser gehen? Oh, jetzt habe ich wieder Handweiser gesagt. Hihi. Zu dem Wegweiser. Okay, wenn er hier schon die Brücke bewacht. Nach Armana. Okay, und wie heißt das hier? Nach Uga. Dann kommen wir also wieder nach Uga. Und da hinten ist ein Zeltle. Und ich kombiniere. Ja, dass da ganz viele sind, die Wüstenräuber heißen. Okay. Nee. Das machen wir noch nicht. Dann werden wir uns mal diesem einen oder noch den anderen Razern hier mal beschäftigen. Okay. Ein bisschen. Ach, da ist ja noch einer. Mhm. Und da ist noch wieder so ein Wüstenräuber-Zelt. Reifen. Ah. Los. Ja, okay. Könnt ihr auch schlafen irgendwie, aber irgendwie habe ich jetzt auch keine Lust. Oh, da versinkt einer. Sieht eher aus wie ein Sumpfgolem, ne? Ja, okay, dann wollen wir mal Experiences holen. Ach shit, das geht nicht. Ich mach's doch. Ich werde doch eine Runde schlafen. Schlafsack aus Ziegenfell. Der sogenannte Ziegensack ist hier. Werden wir mal so weit schlafen, bis die Dunkelheit eintrifft. Ja, auch wieder dunkel. Schöner Himmel. Ich habe mich umgerüstet. Die Golem-Schutzrüstung genommen. Und mal schauen, was wir denn hier für einen haben. Der da so. Okay, wir sollten mal schon anfangen, den Sandgolem einfach wieder in den Sand zu stampfen. So, komm. Oh, der hat sich auch mitgerichtet. Nee. In dem Moment, wo er aushaut, ausholt. Ja. Genau, in dem Moment, wo er ausholt zum Hauen. Aber nicht hauen. Doch. Kann man zuschlagen. Alles eine Sache des Timings. Jetzt wollen wir mal gucken, ob sich da noch irgendwie andere Gesellen von Golems hier tummeln. Nein, nicht. Dann kann ich mich ja wieder herzlichst gut umziehen. Und zwar nehmen wir diesmal unsere schöne verstärkte Paladin-Rüstung. Dann Einhanddegen. Und dann gehe ich wohl recht in der Annahme, dass dann wie damals da ein Ismael ist. Nein, ich dachte jetzt ein Wüsti. Ismael. Vielleicht war das Umziehen doch nicht so gut. Gut, dass ich vorher abgespeichert habe. Verstärkte Drachenjäger, wo ist sie denn hier? Ach, das ist ja genau richtig. Dann wollen wir Ismael mal einen Besuch abstatten. Was hat denn der für eine Willkommen, Fremder. Ich bin Ismael, der Wasserhändler. Du handelst mit Wasser? Mit Wasser und was man sonst so in der Wüste benötigt. Sieh dir nur an, was ich habe. Gehörst du zu den Assassinen oder den Nomaden? Ah, man sieht, Fremder, dass du nicht aus Varan stammst, sonst würdest du mir diese Frage nicht stellen. Ich bin ein Nomade, gehöre aber keiner Sippe an. Das heißt, früher gehörte ich zu Saids Sippe, aber das ist lange her. Soviel ich gesehen habe, ist hier ganz in der Nähe eine Assassinenstadt. Ja, die Festung Amagna. Eine Mühle, die vor der Festung liegt, gehört zu dieser. Hast du denn keine Angst, vor den Assassinen entdeckt zu werden? Nein, ich habe nichts zu befürchten. Die Assassinen aus Amagna lassen mich in Ruhe. Ja, sie handeln sogar mit mir. Du machst mit den Assassinen Geschäfte? Ja, warum nicht? Schließlich verkaufe ich ja nur Wasser. Und Wasser braucht schließlich jedermann in der Wüste. Auch die Assassinen. Woher beziehst du eigentlich dein Wasser?
Aus einem geheimen Brunnen, dem ich niemanden, also auch dir, nicht verraten werde. Doch wenn du etwas benötigst, dann werde ich es dir gerne verkaufen. Wasser, ich brauche kein Wasser. Wasser, Wasser. Nee, ich verkaufe nur Krawatten. Kennt ihr Zeig den Witz? Zeig mir deine Ware. Oh, geil. Sorry, das ist gut. Ich habe gut zu handeln bei Ismail. Danke, dass du da mittendrin bist. Okay, ich melde mich später wieder, nachdem ich hier mich ein bisschen vollgehauen habe. Sehr gut. Jawohl, jetzt habe ich mich ein bisschen an Tränken eingedeckt. Ein bisschen was von mir verkaufen. Will ich mal wissen, was er hier für Suppen hat. Da, zum Beispiel Eintopf. Ich glaube, den kaufen wir uns auch mal. Die kaufen wir uns auch alle mal auf, die Eintöpfe. Ja, an Sprüchen hat er nichts Besonderes. Keine Globalsprüche. Was haben wir hier? Monsterschrumpfen. Na, ja. Ja, leider nicht. Was gucken wir mal hier? Rezept Zwiebelsuppe. Kartoffelsuppe hat er irgendwie noch. Kräftiger Eintopf. Haben wir den, ne? Ja, Fischsuppe, Fleischsuppe, Birnenkompott und Windfaust. Dann haben wir hier Apfeltabäckchen, Schwarzpulver, Krauttabak. Und roter Tränenpfeffer, dann speichere ich mal ab und schalte die Musik wieder ein. Und dann kann man auch wieder mit ihm reden. Warum hat dich deine Sippe eigentlich ausgestoßen? Na, weswegen schon? Ich hatte etwas getan, was gegen die Gesetze unserer Sippe verstieß. Was ich aber getan habe, werde ich dir nicht sagen. Du glaubst doch nicht, dass ich der Mann bin, der jeden Neugierigen seine Lebensgeschichte erzählen wird, oder? Nö, aber... Nö. Tja. Ja, der Ismail, der isst seine Sippe nicht. Er ist nicht mehr in seiner Sippe, besser gesagt. Was liegt hier noch rum? Nee, das ist alles nur Flavortextur. Dann haben wir wieder hier die Truhe. Gucken. Sieht er es? Er sieht es, ja, aber das interessiert ihn nicht, die Boni. Jawohl, handelt mit Wasser, hat aber nur 15 Flaschen Wasser und ein bisschen Lebensenergie. Reine Lebensenergie, ja, die habe ich doch auch, sehe ich gerade. Hallöchen, wieso habe ich die noch nicht getrunken? Weil sie da noch ist. Also hier, Elixier des Lebens, nicht reine Lebensenergie, das ist ja hier, das ist ja woanders, das ist ja das hier. Ja, speichern. Ja, dann werden wir mal wieder raus aus der Hütte, nachdem wir hier an den Fransen vorbeigekommen sind und Richtung Scouten, also Richtung hier gucken, ob wir hier irgendwas entdecken, empfinden. Könnte hier auch was rumliegen. Also wie es aussieht, gibt es hier kein Getier. Oh, wow. Guck mal hier ein bisschen. Doch, es gibt Getier. Ach, diese Teile wieder. Die mache ich im Off, liebe Leute, ja? Ja, und auch hier ist das Timing des Zuschlagens wieder wichtig bei diesen Kreatürchen. Und wir sehen, hier leuchtet was. Ich schätze mal, das ist ein Kreuz. Ein Kreuz, welches einen Schatz markiert. Na, du bist jetzt aber ganz anders gewesen eben. Okay. Kann ich denn schon hier? Nee, das ist nur Blut. Jeder Beutel mit 5 Erzbrocken. Meine Lebensenergie, Bolzenpaket, 20 Bolzen, ja, da hat's ein da nieder. Es sah, sieht echt aus wie so ein Schatzkreuz. Und ein Holzschild und noch was, sonst nichts. Okay, dann werde ich die anderen nochmal im Off wegmachen. Ich glaube, es ist der letzte hier. Also jetzt, da, an dem kann man das zeigen. Ja, ich wollte sagen, wie dem Timing und Zuhauen. Die meisten sind immer so nach hinten gegangen, sind ganz langsam nach hinten gegangen und wieder nach vorne gekommen. Und das tun sie auch sehr langsam, aber nicht alle. Jetzt geht es hier irgendwie Richtung Windmühle. Also hier gibt es eine schöne Windmühle und noch ein paar Hütten. Ich sollte mal trinken und speichern. Und einen kurzen Blick auf der Karte. Ich sehe, wir sind jetzt hier vor... Das werden wir gleich wissen, wo wir sind. Sorry. Eben kurz einen Sprung gemacht. Sind denn hier irgendwelche gefährlichen Leute da? Assassinenwache. Ah ne, das ist cool. Ganz smooth. Was haben wir denn hier? Teil. Hä?
cool. Ein Mühlstein. Wieso bist du nicht in der Mühle? Kann ich den bewegen? Das wäre der Hammer. Nee, ich glaube, da muss ich jemanden finden. Ah, das wäre cool. Oder ist es einfach nur Flavor? Ich weiß es nicht. Also hier mal so ein Nee, das wäre cool, wenn das Ding eine Funktion hätte. Wäre cool. Weil ich habe ja auch Korn gesammelt. Mal gucken, wen haben wir denn hier? Sklaven, Sklaven, Sklaven. Hier ist Tom. Ach, Tom. Grüß dich. Oh, verdammt, was ist los? Kann ich dich etwas fragen? Besser nicht, sonst bekomme ich noch ganz gewaltigen Ärger. Frage lieber Rocco oder den Müller, wenn du etwas wissen willst. Aha, nee, den lasse ich sein Brot. Ja, liebe Leute, dann werden wir mal die anderen später befragen in der nächsten Folge. Danke mich für euer Zusehen. Euer geduldiges Zusehen und gebt mir einen Daumen und einen Kommentar. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Ciao.